Dieses bemerkenswerte Objekt ist eine mechanische chinesische Schreibmaschine. Die chinesische Schrift ist ja sehr, sehr kompliziert, hat viele tausend Zeichen und deshalb ist natürlich auch eine chinesische Schreibmaschine ein bisschen komplizierter als eine europäische. Wenn also eine chinesische Sekretärin einen Brief schreiben will, dann muss sie mit diesem Wagen über diesen Setzkasten fahren und aus den vielen Zeichen das Richtige heraussuchen. Das wird dann hier hochtransportiert und gegen das Papier geschlagen. Und wenn diese ungefähr 2000 Zeichen, die hier drin sind, nicht reichen, dann tauscht sie den Kasten aus und tut weitere 2000 Zeichen rein. Und wenn das immer noch nicht genug ist, dann hat sie noch einen dritten Kasten. Also, unsere arme chinesische Sekretärin muss mehrere tausend Zeichen, ungefähr 6000 beherrschen, um einen Brief zu schreiben. Jetzt fragt man sich natürlich, warum die Chinesen dieses unglaublich komplizierte System beibehalten haben. Nun, die Antwort ist wahrscheinlich vor allem die, dass es Teil ihrer Tradition ist. Und das zeigt wiederum, dass Kommunikation eben nicht nur praktische Aspekte hat, sondern auch was zu tun hat mit kultureller Identität.